Strong, ganz genau. Frau Attelt, dann gebe ich an Sie die Frage noch mal weiter, in eine etwas andere Richtung gehend. Denn wie sehen Sie denn die Chancen oder eben auch Probleme, wenn es um den Übergang geht von der einen Schulform zur nächsten oder vom Gymnasium, vom Abitur zur Universität oder in die Ausbildungsstätten? Ist da ein größeres Problem zu erwarten? Das ist eigentlich die Legitimation und da kann man sich sehr lang dran aufhalten und fragen, wie gerecht ist etwas, wie gerecht ist eine Abschlussnote. Das ist eine eigene Debatte. Ansonsten muss man schon auch sagen, das ist der Stempel, der einer uns allen ist. Wir haben einen Periodeneffekt. Corona trifft uns alle auf unterschiedlichen Ebenen. Das sind nicht nur die Abschlussklassen, die sind natürlich nochmal besonders unter kritischer Beobachtung. Ich denke, dass viel Möglichkeit darin besteht, die Übergänge zu entdramatisieren, sie nicht, also wie entsprechend hier in Bayern, so mit den starken Anforderungen der gleichen Latte, die genommen werden muss, sozusagen zu betrachten und zu regulieren, dass das System sich selber reguliert. Jemand, der auf die Universität geht, obwohl er da nicht richtig ist, verlässt die Universität wieder und jemand, der aufs Gymnasium geht und da nicht zurechtkommt, tut das auch. Und ich glaube, dadurch, dass uns Corona alle erwischt hat, werden auch die Lehrkräfte, Herr Blume und andere, auf diese Jahrgänge mit besonderen Augen schauen. Und das sind die entsprechend übergegangen sind aus der Zeit, aber nicht nur auf die, sondern auf alle Schülerinnen und Schüler zu dieser Zeit.